Ja, das ist jetzt das Video über die Glutenunverträglichkeit oder besser gesagt Sensibilität. Ich habe ein bisschen recherchiert, nachdem ich halt die Haferflocken gegessen habe und gleich am ersten Tag eine Veränderung gemerkt hatte. Ich hatte auch vorher recherchiert, aber da waren die Ergebnisse damals so nicht so eindeutig. Und ich habe bei Zentrum der Gesundheit.de aber jetzt was über Hashimoto und Glutenunverträglichkeit gefunden, dass das eng damit zusammenhängt. Ich habe mich bis jetzt noch nicht testen lassen, aber da es mir halt ohne dem besser geht, ich merke heute schon eine Veränderung wieder. Also ich habe heute nicht diese glutenhaltigen Haferflocken gegessen, ich habe sie gestern weggeschmissen. Dass das auf jeden Fall damit im Zusammenhang steht und ich muss das nicht schwarz auf weiß bekommen vom Arzt. Da ich ja nun mal Hashimoto habe, wird es auch so sein. Na, wie war das? Also gleich am ersten Tag, als ich es gegessen hatte, hatte ich so ein Ziehen im Kopf, was ich schon irgendwie merkwürdig fand. Und die nächsten Tage, ab Montag, ich glaube, das war so, sogar Sonntag, ab Sonntag. Also Sonntag hatte ich das erste Mal gegessen. Bis halt Donnerstag war ich ständig müde und abgeschlagen. Und mir war auch schwindelig zeitweise. Die ersten Tage waren mir richtig schwindelig. Abends war ich wie bleierne Müdigkeit hatte ich. Das kann ich gar nicht. Ich meine auch im Winter, wo es dunkel war und so, war diese Müdigkeit nicht so extrem gewesen. Und ja, und auch so verdauungstechnisch hatte ich Probleme gehabt, meine Kurzatmigkeit hat sich verschlimmert und vor allem das Frieren, das ist so extrem geworden. Ich meine, ich habe auch die vorherige Zeit immer mal ein bisschen gefroren, aber das war jetzt nicht mehr vergleichbar. Und beim Sport, natürlich durch die Kurzatmigkeit, konnte ich natürlich auch nicht so gut laufen und ich war auch kraftlos beim Gewichteheben. Ich musste alles ein bisschen verringern. Ja, und ich denke mir, das wird sein, weil es wirkt sich extrem auf den Kreislauf aus, das, was ich gegessen habe, und ich muss es ja nicht essen. Es gibt ja auch Alternativen. Ich meine, ich habe Haferflocken auch gegessen, um einfach gut Protein und B-Vitamine zu bekommen. Das soll auch gut für Haut und Haare sein. Aber jetzt nehme ich eben halt Buchweizenflocken. Ja, die schmecken, also ich habe es heute getestet, die schmecken auch ganz gut. Ich werde es mal austesten, ob es mir besser geht. Meine Laune hat sich sofort ein bisschen verbessert. Die waren so ein bisschen ganz eigenartig. Also ich dachte früher immer, also die Laktoseintoleranz soll ja auch im Zusammenhang mit der Glutenempfindlichkeit stehen. Also alles ist immer ein bisschen verknüpft, diese Autoimmunreaktion. Und ja. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal selber bei Zentrum oder davon betroffen seid, beim Zentrum der Gesundheit.de. Die Artikel sind immer ganz interessant, die da veröffentlicht werden. Oft sind so Kenntnisse auf dem neuesten Stand der Forschung. Ja. Okay, das wollte ich mal loswerden. Triät heißt ja auch ein bisschen mit sich selber beschäftigen und sich beobachten. Ja. Und das war halt meine Beobachtung. Okay, aber es geht weiter. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Okay, tschüss, schönen Samstag.